Herzlich willkommen, einen schönen Mittwochabend wünsche ich. Ja, das war sie. Die kürzeste Sommerfußballpause, die es jemals gegeben hat. Nur 5 Wochen sind seit den Salzburger Meisterfeiern vergangen, aber es hat sich einiges getan in dieser kurzen Zeit. Die Bundesliga hat einen neuen Namen, sie hört jetzt auf den Vornamen Max. Ja, sie hat gleich 3 neue Vereine, neben dem Aufsteiger Austria Lustenau, die 9 Fusionsclubs aus Niederösterreich und aus Linz. Neue Regeln gibt es seit 1. Juli. Naja, und natürlich jede Menge neue Gesichter. Es wurde fleißig eingekauft bei den Vereinen und auch einige alte Gesichter bei neuen Vereinen. Also es war allerhand los und allerhand los, das sei schon vorweggenommen, war auch heute am ersten Spieltag. 45.000 Zuschauer, jawohl, Sie haben recht gehört, wollten folgende 5 Partien heute sehen. Das erste Grazer Derby im neuen Schwarzenegger Stadion. Das neue Team der Liga gegen den alten Meister. Die Austria gegen den neuen Linzer Großklub. Rapid mit neuem Tormann gegen den Angstgegner. Bringt der neue altbekannte Kämpfer wieder Leben in die Südstadt? Und gewinnen Sie dieses Max-Handy beim Max-Gewinnspiel. Fußballzeitrechnung. Standesgemäß mit dem großen Grazer Derby wurde heute nämlich das Arnold-Schwarzenegger-Stadion eingeweiht. Die modernste Fußballarena Österreichs, ein wahres Prunkstück. Aber was erzähle ich Ihnen, überzeugen Sie sich selbst davon. Mit dem Grazer Stadtderby ziehen beide steirischen Spitzenclubs im Arnold-Schwarzenegger-Stadion Graz-Liebenau ein, dessen Namenspatron vor einigen Wochen selbst zur Eröffnung gekommen war. Und sie kehren damit auf fußballhistorischen Boden von Graz zurück, denn knapp 40 Jahre wurden alle lokalen und internationalen Schlagerspiele in Liebenau ausgetragen. Innerhalb von exakt 2 Jahren und 5 Monaten wurde um 300 Millionen Schilling die neue Arena errichtet. Ein reines Fußballstadion, das durchwegs überdacht ist und mit geheiztem Rasen auch in der kalten Jahreszeit gut bespielbar sein sollte. Alle 15.500 Sitzplätze bieten beste Sicht aufs Spielfeld, von dem die Fans durch einen Graben getrennt sind. Mit dem vorangestellten Büroturm sorgt die Stadionanlage auch für einen architektonischen Akzent im Süden von Graz. Im Inneren mit dem 400 Quadratmeter großen VIP-Raum wurde bis zur letzten Minute gearbeitet. Die Funktionsräume sind großzügig bemessen, aber nüchtern in ihrer Ausstattung. Dennoch werden den Spielern Annehmlichkeiten wie ein Entmüdungsbecken geboten. Und auch für unliebsame Gäste ist zwar kein Platz, aber vorgesorgt. Das ewig junge Präsidentenduell der Grazer Clubs wird sich auch hier fortsetzen, denn GAK und Sturm verkaufen ihre Fanartikel praktisch Wand an Wand und suchen in eigenen Clubcafés mehr Nähe zu den Fans. Während die Schwarz-Weißen auf Kommunikation setzen, werden die Roten Teufel auch Sekretariat und Servicestelle nach Liebenau verlegen. Für das elektronische Kartensystem gibt es beim Derby bereits den großen Test, denn das Spiel war in nur 2 Tagen ausverkauft. Und so scheint das neue Schmuckkästchen in Graz auch einen Fußballboom ausgelöst zu haben. Nun liegt es an den Clubs, diesen zu nützen. Ein Stadion von internationalem Standard, das Arnold Schwarzenegger Stadion. Und viel Action hat es auch gegeben im Vorfeld vor dem heutigen Spiel rund um die Prämienverteilung. Rund um das Heimrecht. Die beiden Präsidenten haben sich wie immer einmal nichts geschenkt, aber letztendlich hat man sich doch auf allen Linien geeinigt und so stand heute einer feierlichen Eröffnung nichts mehr im Wege. Ja, und alle steirischen Fußballfans und nicht nur diese blickten wohl heute in den Süden von Graz und schon eine Stunde vor Spielbeginn hatten tausende Fans ihren Platz eingenommen im Arnold Schwarzenegger Stadion. Und wohnten einem bunten Eröffnungsprogramm bei mit vielfältigem Sportprogramm, einer Segnung des Stadions, den Peitschenknallern aus dem Ort Ramsau, wo die nordische WM ausgetragen wird mit 1999 und dann wurde der Hubschrauber auf die steirische Popgruppe Opus eingeflogen, die natürlich mit ihrem Hit Life is Life für Riesenstimmung sorgte. Der musikalische Höhepunkt war für viele aber zweifellos ein italienischer Operntenor, der hier einige Arien schmetterte. Und dann kam aus der Luft der Matchball für das 83. Grazer Stadtderby in der ersten Division oder das insgesamt 158. seit 1920, wenn man alle Spiele von GAK und Sturm gegeneinander mit einbezieht. Und dann die Premiere für Klaus Augenthaler. Sein erstes Spiel als Cheftrainer für den GAK-Coach.
Und der erste Angriff von Sturm über Roman Melich bringt das erste Tor. 1:0 nach einer Minute und 20 Spielsekunden. Unglaublich. So rasche David-Tore hat es schon Jahre nicht mehr gegeben. Ein Auftakt, wie sich ihn die Sturmfans nur erträumen konnten. 8 Jahre hatten sie nicht gegen den GAK gewonnen und dann hier das erste Tor bereits in der 2. Minute durch Roman Melich, den Mittelfeldmann, Regisseur. Und Franz Almer, der heute seit dem 12. Oktober das erste Mal wieder bei einem Meisterschaftsspiel im Tor des GAK stand, muss hinter sich greifen. Sturm in den ersten Minuten, die klar dominierende Mannschaft. Hier Ivica Vastic, das Hirn und Herz der Mannschaft, hat seine Form aus dem Frühjahr konservieren können. Schießt hier gut, aber knapp daneben. Sturm mit neu formierter Mannschaft, 3 Neue sind mit dabei. Popovic, Schupp und Franco Foda, der als Libero spielt. Und der GAK mit 3 Leuten, einer davon, das ist hier Jelko Radovic, der Topscorer der 2. Division, von der Vienna gekommen, hier ganz allein, aber sein Kopfball etwas zu unplatziert über das Tor von Roland Goriup, der auch zum ersten Mal seit 302 Tagen wieder in der Meisterschaft spielt. Er vertritt den verletzten Kasimir Sidorczuk. GAK mit Ramusch aus dem Mittelfeld, den Spitzen Sabitzer und Strafner und hier alles Tschech, der Regisseur des GAK. Und Goriup hält diesen scharf geschossenen, ganz genau in die linke Kreuzecke platzierten Ball bravourös. Der GAK wird nun stärker mit den beiden Flügelspielern Ramusch und Anicic. Sieht auch Ivica Osim seine Abwehr etwas unter Druck, aber die Sturmabwehr neu formiert mit Franco Foda als Libero, mit Milanic und mit Popovic steht sicher konsequent. Gregor Böttcher, der offensive Mann von der linken Außenseite, Strafner, aber anstatt schnell zu schießen, möchte er sich den Ball hier auflegen und diese Zeit hat man einfach nicht. Klaus Augenthaler impulsiv steht während des ganzen Spiels fast an der Linie. Anicic, guter Drehschuss. Der Mann, der bei Gustl Starek eigentlich nie zum Einsatz kam, wie die erste Wahl bei Klaus Augenthaler und sorgt von der linken Seite für viel Druck. Der GAK jetzt mit guten Szenen vor dem Sturmtor hat in dieser Phase jetzt 7, 8 Eckbälle gegenüber nur 2 von Sturm herausgeholt nach etwa guten 30 Minuten. Flanke von Vastic. Vorlage für Reinmeier. Und das ist wohl mehr als eine 100%ige Chance gewesen. Reinmeier im Mittelfeld, rechts aktiv, aber vor dem Tor glücklos. 1:0 führt Sturm zur Pause, als sich die Dämmerung mit dem Flutlicht mischt und für interessante Farbstimmungen sorgt. Unverändert kommen beide Teams aufs Feld. Unverändert auch die Agilität von Vastic. Möglichkeit und da ist das 2:0. Torschütze Gilbert Prelasnik. Ivica Vastic kommt zur Chance. Setzt sich hier gegen seinen Bewacher Dietrich durch. Markus Schupp. Almer wehrt kurz ab und im Nachsetzen Gilbert Prelasnik zum 2:0 nach 57 Spielminuten. Die Sturmfans, die den Nordsektor für sich in Anspruch genommen haben, natürlich aus dem Häuschen. Und Sturm wirkt jetzt reifer, routinierter in der 2. Hälfte, lässt den GAK immer wieder kommen. Aber der kommt auch zu Chancen. Wieder Gregor Böttcher. Hohe Flanke, Anicic, direkte Übernahme. Knapp daneben ans Außennetz. Technisch exzellenter Fußballer Michael Anicic. Wenn seine Einstellung stimmt, kann er auch noch ein Großer werden. Ivica Osim ist das schon und Klaus Augenthaler, sein Gegenüber beim GAK, bringt dann Muki Viga, einen neuen Stürmer. Ivica Vastic setzt sich hier durch. 3, 4 GAK-Spieler können ihm den Ball nicht abnehmen. Doppelpass und Vastic, und was für ein Tor! Das 3:0 nach 65 Minuten. Der Sturmkapitän krönt seine spielerisch glänzende Leistung auch mit einem herrlichen Tor.
Ja, nicht einmal die roten Teufel in Serie können Vastić hier stoppen. Doppelpass mit Reinmeier und der krönende Abschluss. Ein unhaltbares Tor. Ivica Vastić. Hier eine riskante Rückgabe. Koryup kann den Ball ja nicht annehmen. Aufgelegt für Sabitzer. Gefühlvoller Heber und Pech. Von der Latte springt der Ball zurück. Höfried Sabitzer, der heute viel probiert hat, aber nach einigen Monaten ohne echte Spiele nicht ins Match kommt. Und Sturm mit der nächsten Chance ein. Gefühlvoller Heber auch hier jetzt Mario Haas, der nach langer Verletzungspause jetzt wieder erste Wahl ist, der sich kraftvoll durchsetzt. Und heute mit Vastić im Sturm für viele gefährliche Aktionen, vor allem nach der Pause sorgt. Sturm jetzt die ganz klar tonangebende Mannschaft, man führt, es gelingt dann auch technisch alles. Wieder Prelasnik, wieder Vastić, ganz frei, legt sich den Ball auf und schiebt ihn wieder an Almer vorbei, ganz platziert ins Netz. 91. Minute, 4:0, das zweite Supertor des Superstürmers von Sturm. Er tanzt hier richtig mit dem Ball durch die Abwehrreihe des GRK und fixiert das 4:0 Debakel. Buntigammer Sturm siegt mit 4:0 und kehrt mit diesem Ergebnis nach Liebenau zurück, mit dem man sich vor 8 Jahren hier verabschiedet hatte, und gewinnt nach dieser langen Durststrecke erstmals wieder ein Meisterschaftsderby gegen den GRK. Ein großartiges Spiel vor einer großartigen Kulisse und endlich ist der Titelaspirant Sturm Graz so in die Meisterschaft gestartet, wie man es von ihm erwartet hat. 8 Jahre hat es gedauert, bis Sturm wieder ein Derby gewonnen hat. Ob es am neuen Stadion gelegen ist, wollten wir wissen und haben natürlich als erstes den überragenden Mann des Abends gefragt, Ivica Vastić. Ja, vielleicht hat gelegen ein guter Platz, weil der Platz war wirklich hervorragend. Wir haben gut das erste Tor, haben wir sozusagen glücklich gemacht und dadurch haben wir die GAK rausgeholt ein bisschen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auch genug Chancen gehabt. Und haben auch unsere Tore gemacht. Und ich glaube, das Sieg jetzt in Ordnung auf unserer Kosten. Wer weiß, für was gut ist. Lieber verliere ich einmal 4:0, als wenn es 1:0 ausgegangen wäre. Ich meine, das Ergebnis ist etwas zu hoch. Aber wir haben uns die Tore selbst zuzuschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob der Vastić heilig ist hier in Graz. Wenn man mit 3-4 Mann an ihm dort ist und er macht trotzdem die Tore, aber das ist eben die Naivität meiner Hintermannschaft gewesen. Sie haben vor diesem Spiel gesagt, Sie haben als Fußballer und als Co-Trainer kein einziges Stadtderby verloren. Jetzt ist es gleich beim ersten Mal mit dem GRK passiert. Das ist immer irgendwann das erste Mal. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass man das erste Pflichtspiel verliert. Der Franz Beckenbauer hat bei jedem Antritt, ob als Nationaltrainer oder als Bayern-Trainer, immer das erste verloren. Also wenn es selbst dem Franz Beckenbauer passiert ist, kann es ihm allemal passieren. So, jetzt ist es soweit. Erstmal schalten wir zu einer Außenstelle ins Arnold Schwarzenegger Stadion. Ich freue mich ganz besonders, dort nicht nur einen, sondern gleich zwei Präsidenten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Hannes Kartnig und Harald Fischl. Schönen guten Abend. Ja, zunächst zum siegreichen Präsidenten Hannes Kartnig. Ich könnte mir vorstellen, Sie müssen einfach jetzt ein überglücklicher Mensch sein. Meisterschaft begonnen mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen und das noch in dieser Höhe nach 8 Jahren und das im neuen Stadion. Ja, ich bin wirklich überglücklich über diesen Ausgang. Meine Mannschaft hat heute das gegeben, was ich Ihnen vor einer Woche schon immer wieder gepredigt habe. Bitte schaut, dass ihr dieses neue Stadion mit einem Sieg verlässt. Weil wir wollen dieses Stadion zu unserem dominanten Heimstätte bringen. Und ich bin fassungslos, wie die heute gespielt haben. Das war fantastisch. Ich glaube, Hannes Kartnig hat auch gemerkt, was so eine Kulisse bewirkt. Es war wirklich ein begeisterndes Spiel. Naja, es war die Kulisse. Man hat wieder gesehen, 2/3 Sturmanhänger, 1/3 GRK-Anhänger. Und danach natürlich nach dem 4:0 dieses wunderbare Feuerwerk. Das hat sensationell zu uns gepasst. Der Ivica Vastić hat auch ein sensationelles Tor erzielt, nämlich jenes zum 3:0. Wie viel ist er denn mittlerweile wert, der Ivica? Ja, den Ivo gewinnt her, weil das ist unser Prunkstück in dieser Mannschaft, aber ich glaube, unter 120 Millionen ist nichts mehr zu holen. Wir sehen hier noch einmal dieses Gusto-Stückerl zum 3:0.
Anwärter auf ein Tor des Monats. Harald Fischl, ja, ist jetzt Sturm endgültig die Nummer 1 in Graz? Also ich wüsste nicht warum. Ich meine, die haben nach 8 Jahren einmal gewonnen und ich halte es da mit dem Klaus Augenthaler. Das kann oft ganz lehrreich und gut sein, wenn man nicht unbedingt das erste Spiel gewinnt. Wir Steirer haben da einen Spruch, der heißt, der erste gewinnt, der macht einen Geldbeutel kriegen. Und so wird es wahrscheinlich auch werden, hoffe ich. Und ich nehme an, Sie haben es dem Hannes Kartnick vergönnt, dass er sich auch einmal als Sieger fühlt, oder? Naja, wenn man 8 Jahre darauf warten muss, ist das sicher ein schöner Tag. Aber ich komme nicht drum herum, um Ihnen zu gratulieren. Die Mannschaft, beide Mannschaften haben für meinen Geschmack sehr gut gespielt. Und das mit dem 2/3 zu 1/3, das ist wieder mal typisch Hannes Kartnick. Ich würde das eher umgekehrt sehen. Ich denke, heute waren etwa 12.000 GRK-Fans und der Rest war dann Sturmfans im Stadion. Das ist der Pech. Der liebe Harry Fischl kann schon wieder nicht zählen. Der hat die Fans wahrscheinlich nicht gesehen. Der hat wahrscheinlich ein blindes Auge. Naja, er war blind, weil er bei uns an schönem GRK-Café vorbeigekommen ist. Und seither sind ihm die Augen ein bisschen vertrübt. Auf jeden Fall, meine beiden Herren, was eine Werbung für den Fußball, das sei schon gesagt. Eine Frage noch habe ich an den Harald Fischl. So viele Millionen sind reingekommen durch den Alex Manninger, aber viel war auf dem Transfermarkt dann nicht los. Kommt da noch etwas? Ja, da wird schon noch was kommen. Ich kenne unseren Trainer, ich kenne mich selber, ich kenne unser Management und ich bin überzeugt, wir können noch mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten, aber wir wollen das schon langsam machen. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt alles zu suchen, was man eh nicht findet, das braucht Zeit und wir werden die Zeit nutzen und werden sicher noch klug den einen oder anderen zu uns bringen. Es war heute sicherlich trotzdem, auch wenn es ein klares Ergebnis ist für beide Clubs, ein wichtiger Tag, ein großer Tag für den Grazer Fußball. Würdigen. Wir haben schon 5 Tage vorher gefeiert, der Hannes Kartnick und ich, er ist jeden Tag dreimal zu mir in mein Café gekommen, um Bier zu trinken, weil es bei uns einfach besser schmeckt. Wir haben das Reininghaus Bier und ich muss sagen, das ist sehr gut. Aber das Buntigammer Bier schmeckt ein bisschen besser. Meine Herren, ich verabschiede mich dennoch. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg im weiteren Verlauf der Meisterschaft. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen. Gute Nacht. So, wir kommen zum nächsten Spiel und das heißt Austria Memphis gegen LASK Linz. Der Linzer Großclub, naja.